glaube, vor dem nächsten Angriff sollten wir mal eben darauf achten, dass wir nicht nur Fleischwagen haben. Weil das war gerade ein großes, großes Problem. So, haben wir jetzt, und wir müssen unser Geld vernünftiger ausgeben. Das war auch ein großes, großes Problem. So, also wir hatten hier unten die Dings, haben wir schon, ne? Ja, sind hier genug dran? Nein, da fehlt einer. Bau dann nochmal ein. So, du erforscht jetzt das und du baust uns noch ein so ein Ding. Ja, Meister. Die Verdammten stehen bereit. So. Gut. Niemand erteilt mir. Roststreams sollen wir natürlich auch gleich haben. Das heißt, wir müssen dringend dieses Upgrade holen. Vorher holen wir uns tatsächlich nochmal ein paar mehr von diesen Viechern. Um gleich möglichst viel Holz erstmal zu bekommen, denn. Das ist leicht problematisch. Ja, geil. Jetzt hat unsere Armee, jetzt hat die Armee, nee, unser neuer Akolyt hat die Armee jetzt hier hingezogen. Bisschen ärgerlich. Guckt doch jetzt mal an hier. Was brauchen denn diese Einheiten so ewig? Einheiten! Heute nochmal! Niemand erteilt mir Befehle. Ich beuge mich eurem Willen. Vorsicht. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das ist jetzt sehr ärgerlich, weil. Ah ne, das ist gar nicht, weil der hier gar nichts erforscht hat. Okay. Niemand erteilt mir Befehle. So. Auch noch mehr von den Viechern. Greif jetzt mal einmal hier an. So, einmal hier drauf, bitte. Niemand erteilt mir Befehle. Oh, da ist ein Talisman der Vitalität. Was ist das diesmal? Oh, geil. Höhere Trefferpunkte, das können wir gut gebrauchen. So, wir ziehen uns nochmal einmal in die Mitte zurück. Brauchen nochmal Ziggurats. Dorthin. Und dann kannst du hier auch nochmal einbauen. So. Hier unten wird jetzt vernünftig gemeint. Und wir sollten jetzt mal langsam hier die Dingens hier upgraden. Wo ist denn das Hauptgebäude da? So. Sehr gut. Warten wir nochmal einmal einen Angriff ab und dann machen wir uns rechts auf den Weg nach vorne. Um hier die nächste Goldmine einzunehmen. Und so weiter und so fort. So, sollten jetzt vernünftig viel Holz bekommen. Das war ja auch schon mal sehr wichtig. Nee, mehr Slaughterhouses brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich mehr Spinnen hier. Gruftbestien. Das passt schon, wenn wir die bauen. So, komm, werde mal fertig, Ziggurat, sonst sieht das so schlecht, das nach so schlechtem Makro aus. Ist es auch, aber das sei nun mal dahingestellt. So, nochmal ein bisschen die Static Defense ausbauen. Die hilft uns nämlich immer ungemein, einfach dadurch, dass wir die Mobilität unserer Einheiten damit ein bisschen sicherstellen, indem wir ein bisschen uns Zeit kaufen können. Es ist mehr Gold erforderlich. So. Dann holen wir jetzt nochmal ein paar von diesen Viechern hier. Es ist mehr Gold erforderlich. Und wenn die schwarze Kapelle abgeschlossen ist, gehen wir in Richtung Würmer da. Gewürm. Was ist das diesmal? Das ist schon besser. Ein bisschen mehr Armee brauchen wir dringend auf jeden Fall. Vorsicht. So, und wenn die jetzt hier gleich fertig sind, ist es aber auch schon mal wieder gut. Dann haben wir eine vernünftige 1er-Armee. Und alles andere kann jetzt gleich schon in eine 2er-Armee gesteckt werden. Das ist schon mal viel wert. Und ja, wie gesagt, das werden wir dann gleich auch versuchen. Einen Angriff warten wir jetzt nochmal ab. Hohe Kosten sind es inzwischen schon. Ach, ich hoffe, der Angriff kommt gleich auch mal. Vorsicht. Sonst verschwenden wir nämlich hier relativ viele Ressourcen einfach beim Warten. Das ist immer ein bisschen blöd. So, dafür brauchen wir die schwarze Zitadelle. Die ist jetzt fertiggestellt. Das heißt, wir nutzen das direkt mal, um das Ding zu bauen. 350, das ist ganz schön viel. Vor allen Dingen, weil wir hohe Kosten haben. Es ist mehr Gold erforderlich.
Da kommt ein Angriff von rechts durch die Gegnerbase. Interessant. Übrigens wieder der Störsound. Ich weiß nicht, warum ich neuerdings immer diesen Störsound habe. So. Gut. Ich kann das schon mal nach rechts verlagern, weil da kommt gleich auch ein Angriff. Das wissen wir ja schon. Gut. Das ist schon besser. Mein Leben für Ner'zhul. Niemand erteilt mir das Viech. Befehle. Passive was Fähigkeiten sind gut, die brauche ich mir nicht spammen. Und dann kann sie einfach erledigen lassen. Euer Befehl, so, Meister. Hier müssen wir, glaube ich, wieder was nachbauen. Bei stimmt eigentlich gar nicht so richtig. So, und wir nutzen jetzt die Verzögerung für einen kleinen Angriff. Ich habe nicht geläutet. Warum sollte ich denn läuten? Vorsicht. Ah, endlich. So. Vorwärts. Ja, speichern. Ups, falsche Taste gedrückt. Was ist das diesmal? So. Das ist schon besser. Es ist mehr Gold. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. Das ich hoffe, dass wir diesmal besser. Hier ein bisschen besser wegkommen bei diesem Fight. Vorsicht. Einmal den Tower töten als erstes. Niemand erteilt mir Befehle. Gleiches geht jetzt hier nochmal. Einmal den Tower töten. Sprecht, Dummkopf. Und jetzt normal attackieren. Frostmourne hat Hunger. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das würde ich gerne besser. Einmal heilen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, Knochenhof haben wir jetzt erforscht. Können Frostwürmer machen und eben dann auch die Fähigkeit gleich. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja. Einmal das Ding töten. Vorsicht. So, ihre Kaserne ausschalten. Oh. Ist etwas nicht in Ordnung? Nehmt das. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, einer weniger. Niemand erteilt mir Befehle. Für den Lichtkönig. Bloße Pein wird euch erwarten. So, jetzt sind die leider alle weg. Was ist das aber trotzdem ganz okay bisher erstmal. So. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Endlose Pein wird euch erwarten. Frostmourne hat Hunger. Für den Lichtkönig. Gut. Jetzt wollen wir einfach mal erstmal weiter angreifen, ganz normal. Es ist mehr Gold erforderlich. Wir verlangen weiteres Holz. Wir verlangen weiteres Holz. Nehmen wir einmal das hier für die Fähigkeit. Wir verlangen weiteres Holz. Wir verlangen weiteres Holz. Ja komm, Holz. Wir verlangen weiteres Holz. Wir verlangen haben wir jetzt echt keine Gude, die Holz sammeln? Wir verlangen weiteres Holz. Doch, da. Aber sie beeilen sich nicht so gerade damit, würde ich mal behaupten. Niemand erteilt mir Befehle. So. Sollten wir uns mal auf irgendwas konzentrieren. Also nehmen wir mal eben das hier raus. Vorsicht. Endlose Pein wird euch erwarten. Ah, endlich. Wir verlangen weiteres Holz. Gut, müssen wir mal ein paar Gule dazu ziehen, einfach weil wir nicht so viel Holz haben gerade. Dann können wir gleich ein bisschen mehr Holz haben. Und zur Not mit den Gulen natürlich auch noch weiter angreifen, ist ja klar. Das ist schon besser. Jetzt Frostmourne. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Dieses Ding ist aber vielleicht nervig. Jetzt Frostmourne. So, aber eigentlich müsste gleich auch mal wieder ein neuer Angriff da sein, um ehrlich zu sein. Wobei ihr nicht.
So, ihr dürft erstmal euch ein bisschen mehr ums Holz kümmern. Recht, Dummkopf. Endlich. So. Das ist schon besser. Zwei nicht. Warum ist denn... Hier sollte eins sein. Sprecht, Dummkopf. Zwei sollte hier bleiben. Und ihr solltet sogar ganz da rausgehen. Nein. Unsere Streichkräfte werden mit drin. Was ist das diesmal? Ah, endlich. So. Für den Lichtkönig. Können wir jetzt mal das Ding kaputt hauen? Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja, Meister. Vorsicht. So. Frostmourne hat Hunger. Was muss offenbart werden? Alles soll offenbart werden. Niemand. Genau, alles soll offenbart werden. Ah, eins kann aber eigentlich hier bleiben. Jetzt, Frostmourne! Hoffe ich zumindest. Mein Leben für Ner'zhul. Ich gehorche mit Freude. So. Ungläubige haben unsere Verteidigung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt werdet ihr leiden. So, hat man nicht irgendwo einen... Ich habe das Gefühl, wir brauchen neue Akolyten. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was ist es diesmal? Endlich. So, damit haben wir das hier auch geklärt. Oh, hier sind noch Tower. So, ich will viel mehr von diesen Viechern haben. Die kosten so viel Supply. Trotzdem sind die sau stark, deshalb will ich die unbedingt weiter haben. So. Haben wir das also auch geschafft hier. Diese Base ist zerstört. So, hatte ich nicht irgendwo Viecher gebaut? Dort. Euer Befehl, Meister. Hä? Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich gehorche mit Freuden. Das war doch überhaupt nicht mehr im Blickfeld, oder? Manchmal verstehe ich das nicht. Wie viel ist hier noch drin? 2100, also wir brauchen auf gar keinen Fall weitere Akolyten bauen. So, die Frage ist, ob die jetzt gleich von oben kommen. Und die Chance davon ist relativ hoch. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich würde jetzt eigentlich ganz gerne lieber die anderen Seiten angreifen. Oh, was macht ihr denn hier? Meister, ich beuge mich eurem Willen. Frechheit. So, dann müssen wir doch ein paar Akolyten nachbauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Niemand erteilt mir Befehle. Die Verdammten stehen. Ja, ob wir das angreifen sollten? Wahrscheinlich schon, ne? Erstmal gehen wir jetzt hier zu denen. Das ist schon, ich glaube, besser. Wir haben genug, was da eben auch aggressiv werden kann, aber ich denke schon. Was Verdammten stehen bereit. Endlich. Das ist schon besser. Die Beschwörung endlich ist abgeschlossen. Sehr gut. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah, endlich. Das ist schon besser. So. Für den Lichtkönig. Gut, haben wir das Drachenlager auch erstmal ausgeschaltet. Das ist doch mal ein guter Zeitpunkt für ein weiteres Speichern. Vorsicht. Das Inventar ist voll. Das ist das Clown endlich des Angriffs. Das finde ich gut. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Endlich. Komm. Ah, endlich. Lieber Clown des Angriffs. Was ist das diesmal? Als das Ding. Das ist so, ob das jetzt das Sinnvollste ist, ja, lagert mich da bitte nicht drauf fest. Verzweifelt jetzt nicht, wenn das nicht die richtige Entscheidung war. Aber so richtig falsch war sie sicherlich auch nicht. So, wir gehen nach oben.
Endlich. Ist das genug, was wir hier haben? Eigentlich nicht so richtig, ne? Endlich. Dann schließen wir doch lieber dich nochmal der 1er Armee an. Und eigentlich bräuchten wir nochmal ein, zwei Fleischwagen. Wäre ganz gut. So, 2er Armee ist gut zur Verteidigung, das gefällt mir. Nehmen wir einen Fleischwagen. Ja, komm. Reicht. Kriegen wir noch einen hiervon? Ne, weil wir schon gemaxt sind, was das Supply geht. Zählt das hier mit rein? Nein. Sprecht, okay. Dummkopf. So, was haben wir hier oben? Hier können wir was kaufen, naja, aber unser Inventar ist ja jetzt schon voll. Von daher speichern wir nochmal. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert, ne? Na, egal. Man kann nicht genug speichern. So, wir ziehen uns mal eben zurück. Das ist schon besser. Damit wir außerhalb des Towers kämpfen können. Endlich. So. Sprecht, Dummkopf. Haben wir unsere eigenen Drachen zur Landung gezwungen. Frechheit. Endlich. Das darf nur ich sowas machen. Was ist das diesmal? Frostmourne hat Hunger. So, einmal hier auf den Tower bitte. So, dich töten. Jetzt dich töten. Jetzt dich töten. Bisschen zurückziehen. Oh, können wir nicht, weil Arthas gefangen ist. Wurde. Das ist nicht so geil. Endlich. Endlich. So, fokus doch mal die hier. Den hier. Das ist nämlich der, der eigentlich getötet werden muss. Vorsicht. Und gehört. Eure Pein will so. Ohnegleichen sein. Das ist schon besser. So. Ein normaler Attack-Move. Hat den falschen geheilt. Nicht so gut. Wir fliegen aber auch viel zu nah übereinander. Kostet ja eigentlich echt 10 Supply? Nee, 7. Aber immerhin. Das ist ganz schön viel. Frage ist, ob das so sinnvoll ist, dass wir noch eine 2er Armee hinten haben, ne? Weil ich habe langsam das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr Feuerkraft hier ganz gut gebrauchen könnten. Deshalb holen wir uns mal ein bisschen mehr hier in die 1er Armee mit rein. Ich hoffe, dass die 2er Armee ganz okay ist, aber das glaube ich schon, denn sie wird ja gleich nochmal verstärkt durch hier so einen Drachen wieder. Daher alles gut. So, einmal hier drauf bitte. Niemand erteilt mir Befehle. Schau doch mal bitte den Tower aus. Wo soll mein Blut vergossen werden? So. Ja. Meister, was ist das diesmal? Was macht ihr hier? Hört mal auf hier. Zieht euch lieber mal hier auf die andere Seite. Niemand erteilt mir Befehle. So. Gut, und dann können wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen weiter pushen. So. Endlich. Und einmal hier den Tower ausschalten. Den zweiten dann gleich natürlich auch. Der hier daneben steht. Ach, das ist gar kein Tower. Da vorne ist erst wieder ein Tower. Okay. Endlich. Jetzt Frostmourne. Und einmal dich töten. Einmal dich töten. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Einmal den Tower und dann kann ich die nämlich sich selbst überlassen. Dann schaffen die das nämlich, ohne dass ich was machen muss. Ohne dass sie immer unnötig irgendwo reinrennen. So, können wir jetzt die ersten Gebäude mal ausschalten. Das Hauptgebäude steht natürlich leider noch. Und der Frostwurm macht das erstmal alleine. Auch gut. Guter Frostwurm. Wie viel Geld wir einfach haben. Vorsicht. Oh, komm, ich schalte das hier mal eben aus, damit wir den eben jetzt töten können. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Endlose Pein wird euch erwarten. So, ausschalten. Dummkopf. Für den Lichtkönig. Endlich. Das ist schon besser. Ah, so. Endlich. Müssen wir gleich einmal die hochgehende Kaserne töten. Damit der sich hier nicht wieder einfach so aufbaut.
Frostmourne. So, und jetzt können wir das Hauptgebäude angreifen. Einmal einen Schuss hier drauf. Mein Gott. Er will dort nicht locker lassen. Hier sind immer noch 20.000 drin. So. Er will auch wirklich nicht aufhören damit. So. Das war's mit der Base.